Oh, das Schiff geht unter, das Schiff geht unter. Der Drachen rettet sich schon, der Drache rettet sich schon. Der geht jetzt erstmal schön da drinnen auf dieses Land da in Sicht. Da, interessant. Ich muss ja auch unbedingt runter. Süße, wir müssen uns retten hier. Komm, ich schubs dich ins Wasser. Ja. Oh, und wir müssen auch jetzt da zu der Insel hinschwimmen. Oh nein, das Schiff explodiert! Das Schiff explodiert! Ja, Süße, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich an Land. Noch ein paar Meter. Ja. Na toll, und da sind auch schon voll viele Monster drauf. Kann das Schiff nicht explodieren, wenn wir da. Na Oh. toll! Ich glaube, wir gehen mal auf. Ach, das ist ein Schwein. Guck mal. Oh je. So. Hallo liebe YouTube-Freunde von nah und fern und willkommen bei dem neuen Projekt, nämlich hier mit dem Drachen 83, der Ramona 83, der Inkara 1985 und mir, dem Water Cave Crafter. Hallo! Hallo! Ja, Projekt gestrandet und zwar unser Schiff ist explodiert, ist ein bisschen dumm gelaufen. Waren wir alle besoffen gewesen, zu viel rumgesoffen und so und deswegen ist es alles explodiert, scheiße. Aber wir hatten Glück, hier sind zwei coole Inseln in der Nähe. Und ja, da hinten hat er so eine schöne Palminsel, da hat der Drache gleich gesagt, geil, die ist näher dran, die nimmt er sich. Ja, und ich habe mir auch schon da hinten die eine da ausgesucht mit der Süßen da. Das ist da so eine, ja, ein bisschen dichter bewachsene, würde ich sagen. Und da rudern wir jetzt hin und wir versuchen quasi auf dieser Insel zu überleben. Ja, das Projekt startet genau jetzt. Und ja, Süße, ne? Was sagst du? Wird lustig werden, oder? Ja, Ist gut. wir Schön. werden auch schon herzlich willkommen geheißt von ganz vielen Tieren. Ja, Noch stimmt. keine Monster. Das ist schön. Ach doch, da gibt es Skelette. Also ich glaube, wir bleiben erstmal die erste Folge so ein bisschen im Wasser, glaube ich. Wir umrunden das Ganze mal. Hoch geht das? Ja. So, und der Drache ist nämlich genau, das können wir noch kurz erklären. Der Drache hat nämlich da hinten, wie gesagt, seine eigene Insel. Und Sinn ist es im Endeffekt, wir wollen ungefähr 40 Folgen machen. Und in der 40. Folge treffen wir uns quasi in der Mitte. Dann haben wir quasi so eine Brücke gebaut. Direkt da, wo das Schiff ist. Und ja, das ist natürlich klasse. So, Inkara ist nun abwesend. Ja, ich mache ja nichts, ich sitze ja nur im Schbüttchen Ach hinten. so. So, ich würde sagen, hier legen wir mal an, ne? Ja, Ja. gut. Steigen. Oh, ach, hier ist eine Sandbank. Prima. So, ja, Aua! das gehört hier noch mit zur Insel. Da kriegen wir auch schon Besuch von einem Zombie. Wir haben natürlich das Pech, dass wir wirklich gerade richtig doof zu einer blöden Zeit hier im Endeffekt gestrandet sind. Aber man kann sich's nicht Ja. aussuchen, wenn das Schiff explodiert. Kann passieren, ja. Da kommen auch schon die alten Moderköppe an. Aber ich bin ja schlau. Ich werde mal meine Frau mal beschützen. Werde mir mal eben mal hier so ein paar. Ich überlege gerade, soll ich das mal machen? Ich mache erstmal hier so ein bisschen Dirt mitnehmen, dass wir uns irgendwie notfalls einbauen können. Und werde mal den ersten Baum hier mal schnell schnappen. Die Süße geht da ein bisschen planschen. Genau. Wir versuchen am Leben zu bleiben. Und ja, fangen wir einfach mal an mit dem Baum hier fällen. Ja, das ist das Schöne an diesem Projekt, dass wir wirklich komplett von vorne anfangen. Das heißt also hier wirklich nichts mit irgendwie Cheaterei oder irgendwie mit Survival, mit Was darf Creative. Wir ich machen hier machen? total nur im Survival und das ist richtig geil, finde ich. So, da kommt jetzt der Zombie zu mir, der will was. Ja, gut, den lasse ich mich gar nicht weiter von dem irritieren. So. Kannst mal Sand abbauen hier mit den Fingern, bis wir Holz haben. Vielleicht kann ja mal der lieber Marco vielleicht oder der Watercrafter, wenn er mal ein bisschen Holz hätte, uns ja helfen oder so. Ja, das können wir dann auch machen, dann selbstverständlich. Oh, da kommt ein Creeper, ich hau mal eben ab. Ja, so recht viele Monster hier. Also, das müssen wir uns erstmal irgendwie verteidigen, Drache. Noch ist die Brücke ja nicht gebaut, wir haben uns ja quasi getrennt. Ne? Wir können ja Ja. nicht einfach über den Ozean schwimmen, das geht ja nicht. Ne. So. Okay, da ist ein Creeper, da ist ein Zombie. Süße, bist du noch am Leben?
Ja. Prima, ich baue uns mal ganz schnell zwei Schwerter. Schatz, ist es egal, was da unten ist. Das interessiert jetzt ja erstmal So. nicht. Oh. Da ist es Gras abreiße und so. Das mir schöne Fläche hin. Ja. Ah, ich habe richtig Bock auf das Projekt. Und siehst du, guck mal, ich habe hier ein Schwert für dich. Ist erstmal nur eine prähistorische Holzkeule, aber läuft. Ja, Wo denn? Hauptsache Holz. Hase? Ja. Super, ich habe auch schon einen Setzling und guck mal, ich habe hier auch schon Ich Gammelfleisch, auch. falls du noch keine Futter Ich habe einen hast. Apfel. Hast einen Apfel, prima, weil ansonsten kannst du auch Gammelfleisch essen. Oh Das ja, hilft. lecker. So viel kriege ich von ihm immer. Ja, ne, Gammelfleisch. Vergammeltes Fleisch. Herrlich. Top. Gammelfleisch für die Armen. Ja, wir sind ja arme Leute. So, gibt's. Weizenkörner habe ich auch schon einen, Das ne? ist gut. Und ich habe Saplings, also Setzlinge, und damit Hab können ich wir auch auch schon schon. was machen. Also ist schon nicht schlecht. So, den ersten Oh. Toten haben wir schon. Drachen 83 wurde vom Skelett erschossen. Ja. Der arme Mann ist schon. Ja, erstochen, wenn schon. So, dann mal gucken, wann wir dran sind. Okay. Ja, dann haben wir ja immerhin schon mal ein Crafting Table, haben wir ja schon mal. Jetzt habe ich gesehen, ist hier so eine Grotte. Da sind zwei Creeper. Leg dich nicht nochmal mit dem Skelett an, lieber Drache. Doch, ich leg mich an. Mal hier so ein bisschen. Dann stirbst halt wieder. Nein, ich hab's erledigt. Das kann man ja bei dir manchmal nicht wissen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Ecke hier eigentlich. Hier könnte man doch durchaus mal so einen Zugang bauen. Nach unten. Weil wir brauchen ja eh Steine, ne, Süße? Jetzt ist er direkt unterirdisch. Sucht er eine Höhle. Ich gleich wieder, ne? Ah, guck mal hier, ich habe eine Idee, was wir uns noch craften können. Ich gehe mal kurz zurück. Wir brauchen ja neue Steine, Mensch, ich bin ja völlig hier. ich glaube, wenn wir uns einen Ofen bauen wollen, dann müsste das theoretisch sogar funktionieren, dass wir hier auch Holzschwerter und alles sowas wieder in den Ofen reinpacken können. Sogar Türen sollen angeblich funktionieren. Ja, das soll angeblich funktionieren bei der 1.11. Ich nehme das Ding mal mit hier. Was? Dass man Kriegst du Türen schon Sand Türe. mit? Dass man Türe. Türe verbrennen kann. Ja. So, dann mache ich erstmal mit Holz und dann baue ich uns mal Steinwerkzeug. So, sind Hast du wir. mir auch eine gemacht? Nee. Nee, ich mache dir jetzt eine aus Stein. Okay. Ja. Du brauchst bestimmt Sand, oder? Nee, ich brauche entweder brauche ich Setzling oder ich brauche ein Holz. Aber das habe ich hier beides nicht. Hältst du mir den Rücken frei? Sowieso ja, ne? Ja, ich stehe hier. Da oben wäre was, Die aber das Süße können steht wir nicht Schmiere. nehmen. Cool. Ja, habe ich richtig Bock drauf auf das Projekt hier. Das ist so richtig so mal ein bisschen gestrandet hier, mal ein bisschen schön auf so einer Insel da. Insel ist immer toll. Insel, ne, Süße? Wir machen hier Adam und Eva spielen. Wann ziehen wir uns aus? Wie viele Wir haben ja Setzlinge schon habt was an. ihr? Ach so, wir haben ja gar nichts an. Ach so, Mensch, ich dachte schon, wir sind nackig hier. Dann machen wir dann den ersten Puff aufbauen. Ja, sehen Sie hier. Die Wirtschaft Wie viele floriert. Setzlinge habt ihr? Wir jetzt gerade aktuell? Ja. Wir haben jetzt aktuell Eiche 4 Stück. Ne, 5 Stück sehe ich da gerade. Ich habe nur Dürfte eins. ich dann einer haben? Ja, wir heben dir gerne welche auf, na klar. Okay, dann komme ich mal vorbei. Wie, du schwimmst jetzt über den ganzen Ozean? Ich denke, wir sind getrennt bis Folge 40. Nein, ich komme aber Ah, er vorbei. kommt vorbei. Also der Drachen, der kann schon wieder zaubern, Leute, seht ihr? Also da anscheinend sind wir gar nicht gestrandet, weil der hat mehr als einen Rettungsschwimmer. Der kann auf einmal über den ganzen Ozean schwimmen. Hat Ich gehe Zauberkräfte. mit. Ja. Ja, was soll ich machen, wenn ich kein Testling habe? Ja, na suchen in Kisten. Da sind doch Bäume. Da sind doch Oder Bäume. sind da keine Bäume? Auf der anderen Seite. Da ist ein Baum, aber den hätte ich gern behalte. Herrlich, ne? Ja. Na gut. Gut, ich könnte jetzt auch das Schiff auseinandernehmen. Richtig! Survival! So. Jetzt haben wir ja zumindest erstmal schon mal einen Ich Zugang. schwimme mal darüber und hole jetzt das. So.
Okay, die haben wir kaputt gemacht. Ich mach mal die hier hinstellen, Süße, ne? Erstmal. Und dann können wir uns jetzt hier die. Ach, bauen. Aber wir haben ein Problem. Da haben wir. 1, 2. 1, 2. So, da haben wir auch schon den ersten. Ein Skelett. 3. Zack. Und zack. So. Ich sehe kein Skelett. Ja, natürlich. Vor deiner Nase. Ja. Ah. Jo. Und wollen wir uns auch gleich Steinschwerter machen? Ja, ne? Ja. Bietet sich ja an, weil jetzt haben wir ja Stein. 1, 2, 1, 2. Zack. Zack, 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 zack. So, da sind Bäume. Einmal Stein. Hast du? Nee. What? Ah, nee. Du hast wieder ja, aufgenommen. Ja, ich hab grad gesehen. Achtung, hier. Da. Jupp, danke schön. Ja, genau. So, okay. Dann gehen wir mal eine Axt holen. Lalalala. Stein? Ja. Ja. Das wäre gut. Stein klingt gut. So, dann machen wir hier eine Steinaxt. Ja. Zack. Ich mache nur eine Süße, aber sparen wir erstmal ein bisschen mit den Materialien. Ja. Probierst du? Ist eine gute Hinter Idee. Ja. Danke. Ich hab keine. Ups. Aber jetzt. Du willst Süße. Nicht teilen. Schatzi, wo bist so, du? Hinter dir, wo sonst? Gott. So. Warum? Ich möchte nämlich. Gibst du mir noch deine Weizenkörner? Dann mache ich nämlich mal ein Feld für Brot. Hab ich gar keine. Wieso? Was? Achso. Nee, ich wollte euch Weizenkörner geben. Nee, aber Ramona hat sie wieder weggeschnappt. Nein, wir machen Survival. Ist ja kein Problem, ja. Wir machen Survival. Wir haben hier ja noch ein paar Grasbüschel. Genau. Ja, ich mache ja auch Survival. Ich habe ja nichts im Game Mode geholt. Ich bin doch nicht verrückt. Ja. Gibst mir noch deine Setzlinge, weil dann pflanze ich da noch Bäume oben. Ja. Schatz? Ja. Ach, da bist du. Hier, ich bin direkt da. Die hat mich gehabt. Hier, zwei, drei Stück. Doch. Ja. Weil dann. Genau, kümmere ich mich oben um Bäume und um Feld genau, erstmal. Genau, wir brauchen ja irgendwie ein paar Nussschalen, sodass wir uns dann auch noch die anderen Bäume dann besorgen. Und da brauchen wir, Mensch, da müssen wir auf große Fahrt gehen dann, ne? Freue ich mich ja schon. So, willkommen, wir haben das erste Iron. Schön. Ich denke mal, Eimer ist als erstes, ne? Eimer, ja, für die Felder auch, wäre gut. Denke ich auch. Angeblich in der 1.11er-Version ist, Wasser brauchen wir, glaube ich, keine, also Quellblöcke. Aber wir machen es trotzdem. Sicher, sicher. Ich bin da altmodisch. Ich baue das so, wie ich das sonst auch mache. Gute Idee, wir sind Puristen. Ja, Retro. Retro. Machen, ich stell dir mal was hin. Retro-Puristen. Wo hast du die Werkbank her? Ah, gecraftet. Okay. Wo sonst? Ja, ich habe dich doch mal gefragt. Ja, die habe ich gecraftet. Okay, das haben wir auch schon. Also einmal müsste drin sein. Wenn ich jetzt die nächste Kohle finde, dann machen wir das auch gleich schmelzen. Dann müssen wir halt nur noch warten, bis das Holz gewachsen ist. Und dann können wir ja die erste Werkzeuge machen. Ah, ich habe Samen, Schatzi, die da kannst du oder ich kann die Hühner, wo wir haben. Die Schweine kann man ja leider nicht mit. Da brauchen wir Karotte. Ja. Zack, 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 zack. Ja, da ist ein Huhn, aber wir haben kein zweites Huhn. So, hier auch nochmal eben. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also wir haben jetzt auch schon ein bisschen Steinsüße. Da können wir auf jeden Fall ein Fundament bauen. Aber keine Kohle. Gut, Kohle müssen wir noch irgendwie ausfindig machen. Wo bist du? Ich mach den Baum weg. Ah, du machst den Baum weg. So, dann müssen wir jetzt mal genau gucken und überlegen, Süße, wie wir das machen mit dem Haus bauen, weil die Brücke muss ja natürlich dann logisch auf der Koordinatenlinie sein, die zum Schiff in Richtung guckt, weil dahinter ist ja dann der Drache. So, das heißt also, an dem Ecke muss die Brücke. Das machen wir mal jetzt eben einen Grundstein setzen, sodass wir da nicht bauen. Das ist nämlich... Wo bist du denn? Hier drüben am Strand. Das heißt, da wo die... Ich guck gerade mal, dass wir hier so eine Luftlinie haben. Mal gucken, ob wir die Palme erkennen können. Ja, so Palme? Ja, ich kann sie erkennen.
das quasi direkt neben oder über dem Schiff. Hast du jetzt schon ein zweites Huhn gefunden? Nein. Jetzt ist die Frage, wo wir die Brücke hinsetzen. Ich denke mal, hier ist gerade, ne? Da willst du ein Haus bauen? Nee, die Brücke. Ja, und auch das Haus dann daneben, oder was? So, das können wir bauen, wo wir wollen. Also eigentlich so Brücke und Haus sieht doof aus. Warte mal. Hier, ich setz das mal hier hin. Schatzi, hast du schon Holz? Ja, reicht aber nicht. Jo, dann sparen wir mal noch. Machen wir mal hier. 1, 2, 3, 4. So, 4. Und dann machen wir das Geländer ran. Müsste passen. Ich möchte das wissen, wo ich das Feld hinsetzen will, weil das will ich ja in Nähe des Hauses machen dann, ne? Ja, na, wo möchtest du denn das Haus haben? Fragen wir mal so. Dann können wir doch schon mal die Fundament setzen. Ui, jetzt hätte ich fast ein Hühnchen erschlagen. Ein Hühnchen erschlagen? Ach, je. Wir haben nur eins, ne, Hühnchen. Also, es liegt ja Eier, siehst du? Das ist auch prima. Wir hätten auch mal eins, also dann passt es da ja. Da passt. Da können wir ja später mal, wenn ihr wollt, ja, die Hühner von euch und von uns Samen. Ja, das oder braucht man ja gar. Nee, warte mal, braucht man ja da nicht. Aus der Eier kommen ja Hühner richtig, raus. Richtig. Wenn man Glück hat. Also, auch wieder erklärt. Passt. Ja, aber sonst richtig Drache. Wenn wir das austauschen, wenn dann die Brücke fertig Drache, ist. Drache, kannst du mal kommen? Ich hab was gemacht. Nee, ich kann nicht kommen. Die Truhe wäre jetzt nicht so gerade die. Wäre jetzt nicht so wichtig, wichtige gewesen. Aber. Oh, ich, weil mein Inventar voll ist. Süße, magst du das Haus haben? Ja, ich weiß nicht, ich hatte ja... Da willst du eine Brücke bauen. Genau, da kommt eine riesen Brücke rüber. Zu dem, also die geht über dem Schiff, musst du dir vorstellen. Ja? Das heißt sozusagen, der Drachen baut sich das auch auf der Koordinatenlinie, sodass wir Folge 40 uns in der Mitte treffen. Das sollte realisierbar sein. Mehr. Das heißt, geht ja mal einen Block hoch. Das Schiff müsste 16 sein, also 16 ja. Blöcke. Mein Gott, gestrandet und er wusste, wie groß das Schiff ist. Ja, na, ich komme ja von dem Dampfer, Süße. Mm. Ich stand oben auf dem Mast und hatte. Das Schiff ist explodiert und der Herr hat noch die Blöcke gezählt, wie groß das Schiff ist. Ja, das war ja vorher, Mensch, bevor wir angegriffen worden sind. Ja, das ist ja immer noch eine Frage. Vielleicht sind es auch wilde Eingeborene oder so, die uns da attackiert haben. Das kann ja sein. Ja. Vielleicht war es auch ein Seeungeheuer oder vielleicht war es ein Sturm des Poseidon. War der Kraken. Der Kraken war es, genau. Guck mal, da ich sehe sie sogar noch. Cool. Ja. Huch, was ist da los, Süße? Jetzt komm, wir gehen jetzt mal gucken, warum Häuschen hat. Haha, hat die Krake dich angegriffen? Ja, das ganze Schiff. Ach, Ramona hat das verpennt auf dem Schiff. Ramona ist aus der Kombüse gefallen. Och, je. So. Ja, Süße, hier oben. Also, ich glaube, das ist der höchste Punkt hier. Wenn wir das hier aufbauen, das Haus? Das Haus. Ja. Ja. In welche Richtung? Gut. Gut, dann mache ich das so. Also machen wir durch. Ja, wenn es zur Brücke guckt, ne? Also der Eingang soll zur Brücke gucken. Genau, denke ich, ist gut, oder? Ja, würde ich sagen. Schlage ich vor, dass wir hier das hier wegnehmen. Oder? Ja, und da unten mache ich dann das Feld da, wo das Schwein rumtanzt. Genau, wenn wir das so hoch lassen, echt, dann müssen wir ein Fundament da hinlegen. Nee, nö. Willst du wegnehmen? Okay. Ja. Dann nehmen wir das weg. Dann kann ich für das Feld nämlich unten nehmen. Genau, also ich denke auch, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass wir hier so den Ansatz der Brücke haben, dass wir wissen, wo der ist. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir was zu futtern bekommen. Zu futtern, genau. Das machst du dann schön mit dem Acker. Und den Eimer brauche ich dann, ne? Den Eimer, ja, das ist auch kein Problem, weil ich habe schon dreimal Eisen. Gut. Gut, dann werde ich hier einfach mal... Gut, Holz, wie sieht's mit Holz? Wir haben nicht so viel Holz, ne? Ich habe Holz, 19 rohe Eichenholz. Ach so, gut. Dann müssen wir uns jetzt mal sortieren. Ja, eine Truhe müssten wir dann auch bauen. Okay. Weil da kommen wir beide ran und dann... Ja, das stimmt, das ist clever. Warte mal, dann mache ich das mal aufteilen, eben wenn wir genug haben. Dann mache ich mir jetzt doch erstmal eine... Wie viel haben wir denn? Ach so. Na gut, ich gehe zurück. Ich wollte jetzt eigentlich nicht latschen, aber ich latsche doch. Ist ja nicht so weit weg hier. Oh, die müssen wir aufpassen mit den Birkensetzlingen, weil ich sehe, wir haben sogar Birken hier auf unserer Insel. So, ach, ein Holz. Kann ich fehlen, Geo? Ja, dann fehl mal dein Holz. Ich hab Weizen gepflanzt. Samenkörner gepflanzt, meinte ich. Und wohin? Da vorne. Ah.
Ja, für Kühe. Ja, genau. Dass wir das auch haben. So. Huch, hier ist ja Wasser. Wir haben ja schon Poolsüße, hast du hier schon gesehen? Wir haben eine wir haben ein Insel. Wo hast du hinpflanzt? Da ist eine tolle Idee, was da wir vorne. Da, da kann man schön. Ich setze das mal hier unten hin, Süße, ja? Ist ja nur, also ist ja wenig. Da fliege ich ja aber runter. Da fliege ich ja aber runter. Mehr hämmer aber gerade nicht, Schatz. Bauen wir uns erstmal eine kleine Base auf. So. Zack. Wird schon wieder dunkel. Ja. Die Gestalten der Nacht. Ich habe aber noch was für dich. So. Wir haben zwar noch keine Kohle, aber ich mach trotzdem mal. Und wir machen die Kiste. Eine Kiste wäre ganz gut. Ja. Ich mache auch gleich. Eine doppelte mache ich gleich, weil du kennst das ja. Ja. Das haben wir auch schon. So, genau. So, eins, zwei. Und das lohnt sich. Rein. Die hab ich das habe ich gebaut, gell? Ja. Oh, ich sehe Spinne. Endlich mal die Spinne schwitzt, ist Ramon. Nicht, ist gar nicht mal schlecht. Wegen Angeln, ja. Ne? Genau, wegen Angeln. Das ist eine gute Idee. Das dann töte ich sie mal. Genau, versuch das mal. Hinzubekommen. Da kann man gute Sachen rausfischen. Mann. Du, Marco? Ja? Rat mal, was ich jetzt gerade nebenbei noch mache. Ich habe doch meinen Adventskalender. Ja? Mit Pustenbälle. Ja? Von der Bundesliga. Okay. Und rat mal, was heute rausgekommen ist von der Bundesliga. Ja, weiß ich nicht. Oh. Borussia Dortmund. Okay. Ja, ich mag da keinen Fußball. Ich bin nicht der Fußballfan. Allererste Türle, wo ich am Donnerstag aufgemacht habe, war Bayern drin. Ja, cool. Ich bin eher derjenige, wo gern zu Autos mag. Getunte Autos. Was denn? Zombie da? Achso, ich sehe schon. Boah, die schleichen sich jetzt aber auch immer an, ne? Also ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist in 1.11 nochmal erhöht worden. Also kommt mir so vor, also ich... Boah, krass mit den Zombies. So, dann bauen wir mal hier so ein kleines Fundament auf. Also ich setze jetzt eins, haben wir ja gelernt, dass wir das, wenn wir das schön machen wollen, wenn wir dann machen wir mal folgendes. Eins Hoppala. Und... Jetzt ist jetzt wieder natürlich genau falsch. Ich kill mal die Spinne. Eins, ja, zwei. dass sie mich nicht angreift. So. Zack. Gut. Ja. Zack. Zack. So, jetzt brauche ich allerdings was anderes. Jetzt brauche ich erstmal Holz, bevor ich hier weitermache. Soll ich dir, ich leg dir mal in die Kiste? Ja. Rohholz? Rohholz, genau. So. Weil da können wir, danke. So, Planks dann auch noch, also... Mal gucken, dass wir so von außen erstmal, bis wir dunkleres Holz finden. Bei dem. Ja, das sieht sogar ganz cool aus, glaube ich. Obwohl, es ist sehr bunkerlastig hier. Das ist vielleicht doch nicht so schön. Naja, erstmal, das ist halt. Nein, ich versuche erstmal gleich so dieses. Weil ich habe ein bisschen geübt, wie man jetzt so ein bisschen so mit diesem Tiefeneffekt arbeitet. Er hat geübt. Ja, ich habe. Ist er schon mal gestrandet? Ich bin schon mal gestrandet, ja. Also ich habe schon mal geübt hier. So. Aha. Vielleicht hat er das heimlich geübt. Richtig. So kommt's raus. Heimlich genau. Alleine gestrandet. Ich würde gesagt, gestrandet. So, jetzt machen wir nämlich hier. Pass auf. Machen wir da ein. So. Nee, Quatsch. Oh, mein Gott, nee. So, jetzt hier aber. Eins, zwei. Was ist denn da los jetzt hier? Ist das hier ein Bug? Die Schweine gucken durch das Holz und was ist das denn hier? Guck mal, wir haben eine neue Deko hier. Schweineköpfe haben wir hier dran, zu hängen. Hast du, was ist das denn hier? Eine Steckdose oder wie? Das ist eine Gartensteckdose. Ja, tatsächlich. Ich werde bekommen. Drachen! Ja, ich esse gerottenes Fleisch. Weil mir ja, noch du, Angst. Wo ist eigentlich unser Huhn? Da, am Baum. Oder an unserer Palme. Hier. Ah, ich hab gedacht, es
hat jemand unser Huhn umgebracht. Umgebracht, nein. Das ist, weiß man ja aber bei dir manchmal ja nicht. Nein, das heben wir mal auf. So, jetzt muss man natürlich gucken. Die Bäume muss ich weiter auseinanderstellen. Also dann wächst es schneller. Hier. Wie bitte? Und mal Stein brauchen wir. Und Stein habe ich. Also ich hole auch gleich nochmal neue. Folge ist vorbei. So, wir haben die Folge vorbei. Ja, denke auch, vom Timer her sieht gut aus. Ich denke, wir nehmen ja mal gleichzeitig auf. Deswegen denke ich, Süße, ne? Wir gucken mal rüber in die Ferne. Da hinten könnte eine Palminsel sein. Die heißt der Drache und die Ramona. Da winken wir mal. Da winken wir mal.